unsere Welt verderben können. Dies ist unser Kampf und dies ist unser Schicksal. Die Zeit der Dämmerwacht ist gekommen. Tötet die Scheusale! Es ist soweit. Zwischen die Augen. Hetzt ihnen den Troll auf den Hals. Es wird Zeit, dass wir den Kampf vor ihren Türen austragen. Sammelt eure Ausrüstung und ruht euch aus, mein Freund. Wir treffen uns vor Burg Vogia. Haltet die Augen auf. Alles klar. Gut. Einst trachteten die Drachen nach... Ach, ich brauch sowas gar nicht mehr versuchen zu lesen. Lass mich raten, ich muss wieder zweimal reisen, sonst komme ich da... Doch, ich komme hin. Burg Vogihar. Burg Vogihar. Ich kann das Wookie-Geräusch nicht nachmachen. Quick Save. Gepanzerter Troll? Ja, ich sollte mal... Okay, möge der PvP-Krieg beginnen. Wir haben jetzt hier einen kleinen Upfaller. Einen kleinen Vorgeschmack auf der Herr der Ringe Online. Nur halt viel besser als der Herr der Ringe Online. Elder Scrolls Online, aber natürlich auch abgesehen davon, dass sie viel besser ist als der Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wer davon Vampir ist und wer nicht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Quicksafen wir und rein da. Abendpentarbeit. Let's see. What do we have here? Klopf, klopf. Are you there? Ich hatte schon härtere Gegner. Ich brauche alle Namen, weil man halt auch den Weg hätte eingehen können. Da scheint ein Magier zu sein. Ihr macht das schon. Ich verlasse mich auf euch. Verlasse mich stets auf euch. Auf in die Kathedrale. Alter, Pentarbeit! Serana, meine Geliebte. Ja, dass ihr euch immer noch an der Gegenwart eines Tieres erfreut. Ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich weiß ich das. Ihr enttäuscht mich, Serana. Ihr habt alles angenommen, was ich euch gegeben habe, und es dann für dieses... armselige Wesen weggeworfen. Was ihr mir gegeben habt? Seid ihr verrückt? Ihr habt unsere Familie zerstört. Ihr habt andere Vampire getötet. Alles im Namen einer Prophezeiung, die wir kaum verstanden haben. Das ist jetzt vorbei. Ich bin fertig mit euch. Ihr werdet sie nicht anrühren. Endlich zeigt dieser Drachen seine Klauen. Eure Stimme trieft vor dem Gift des Einflusses eurer Mutter. Wie sehr ihr euch doch gleicht. Nein, denn im Gegensatz zu ihr habe ich keine Angst vor euch. Nicht mehr. Und ihr? Es scheint, dass ich mich bei euch dafür bedanken muss, dass sich meine Tochter gegen mich stellt. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie zurückkehren würde. Mit dem Herzen voller Hass.
Hass aus eurer Vernachlässigung geboren. Ein kleiner Preis, den ich für den Aufstieg unserer Art zu zahlen gewillt bin. Eure Art ist ein Schandfleck für diese Welt. Ja, ja, stets der noble Vampirjäger. Und was passiert, wenn ihr mich getötet habt? Ist Valerica die Nächste? Oder Serana? Ich würde Serana nie etwas antun. Sie liegt mir zu sehr am Herzen. Schleim. Dann ist meine Tochter wirklich verloren. Sie starb in dem Moment, in dem sie einen Sterblichen in ihr Leben ließ. Es reicht. Ja, durchaus. Das Reden mit euch und meiner verräterischen Tochter ermüdet mich. Ihr habt eine einzige Chance, mir den Bogen zu geben. Es wird keine zweite geben. Na, nun gut, auch jetzt Bogen geben. Nein, niemals. Nun gut, dann lasst ihr mir keine andere Wahl. Ich werde das Fleisch von den Holy crap! Elder Kill! Dann spiel Vampire's Dawn, das ist komplett auf Deutsch. Serana, meine Geliebte. Ich sehe, dass ihr euch immer noch an der Gegenwart eines Irren. Heilige Scheiße, der Typ. Ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich weiß ich das. Ihr enttäuscht mich, Serana. Habt alles angenommen, was ich euch gegeben habe, und es dann für dieses armselige Wesen geworfen. Was ihr mir gegeben habt? Seid ihr... Ups! Ich wollte ihn mal kurz nicht ausreden lassen. Oh, da hinten! Muss ich mal quicksaven. Plane noch und gib ihm den Bogen und bitte um Verzeihung. Der ist verflixt schnell. Wow! Mein Ende.
fuck, ich hab keine Mana mehr. Das Gargoyle. Auch ernsthaft? Das ist echt anstrengend, Typ. Ich hab doch. Wieso lebt der noch? Du bist tot, oder? Heilige Scheiße. Oh Gott, Asche. Es ist vorbei. Er ist tot und die Prophezeiung stirbt mit ihm. Trank des Blutes. Wow! So einen Ring hätte ich früher gebraucht. Wisst ihr, und hier kriege ich die geilen Sachen, wisst ihr? Nein, weg damit. Damit. Jetzt bekomme ich die ganzen... Verdammt. Ich habe immer noch zu viel. Moment. Jetzt bekomme ich die ganzen die geilen Sachen auf einmal, ne? Kann mir keiner erzählen. Immer noch zu viel. Waffen. Dämliche Armbrust. Nun, das wäre jetzt erledigt. Was werdet ihr jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bleibe vermutlich bei der Dämmerwacht, jedenfalls so lange, wie sie es mir erlauben. Sie sind ehrenwerte Kämpfer und ich glaube, sie verstehen jetzt, warum ihnen ein Vampir auf ihrer Seite von Nutzen sein kann. Wenn ihr natürlich weitere Abenteuer geplant habt... Ich hätte euch gerne mit dabei. Das wollte ich hören. Ich will, dass ihr mich in die... Nein. Nein, nein, keins der beiden. Moment mal, das... Die Bestie ist also vernichtet. Das war's, die Bestie ist also vernichtet. Nicht nur das, auch Auriels Bogen ist in sicheren Händen. Die Dämmerwacht wird sich nun... Vermutlich... Ist das nicht ganz einfach für euch? Ich glaube, mein Vater ist schon vor langer Zeit gestorben. Das hier war nur das Ende von etwas anderem. Ich habe getan, was getan werden musste. Mehr nicht. Ich glaube, dass ihr vielleicht... Ich glaube, dass ihr mehr als das getan habt. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Ja. So. Du folgst mir jetzt und du bist fertig mit Reden, oder was? Sehe ich das richtig? Und der gepanzerte Troll ist noch hier. Das war's. Nicht noch irgendwie ein Fest oder so? Nein? Okay. Ja. Liebe Leutchen. Sehe ich das richtig, dass es das war mit Dawnguard? Ich würde fast behaupten, ja. Irgendwie fehlt mir der Kampf hier. Wo ist der Kampf? So ziemlich, ja. So ziemlich. Das war die Schlacht um Burg Volkihau. Ja.
Wie ich bereits angekündigt hatte, wird Skyrim somit hier enden. Ja, es wird kein weiteres Skyrim geben. Ich habe sehr relativ viele Gilden abgeschlossen, ein paar Quests gemacht. Im Großen und Ganzen hat mir das Spiel sehr gefallen, ja. Es gab natürlich sehr viele Unstimmigkeiten und ich bin schlecht, das weiß ich auch. Das hat man auch mehr als oft genug gesehen. Nichtsdestotrotz ein schönes Spiel natürlich. Wie ich schon sagte, Elder Scrolls Online wird es bei mir nicht geben. Jetzt bringt er mich zum... Wir werden Skyrim aufhören. Ja. Als Livestream-Projekt und sonst was. Ich meine, ich habe mehr als genug andere Livestream-Projekte. Du könntest noch Vampir werden. Okay, ich tue euch den Gefallen. Ich werde noch Vampir. Nein, werde ich nicht. Serana verabschiedet sich gerade von mir. Serana. Meine Freundin. Was nun? Serana. Ich will, dass sie mich in einen Vampir verwandelt. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Das bedeutet mehr als nur eine Rüstung zu wechseln. Ihr werdet dadurch zu einem Geschöpf der Nacht. So wie ich. Da bin ich mir sicher. Nun gut, haltet still. Bin gespannt, wie du mich von da oben zum Vampir verwenden willst. Warum sind wir jetzt in... Ja, wir sind nun ein Vampir und können mit unserer Liebsten auf ewig verweilen. Serana, komm. Mach mal ein Abschiedsfoto hier mit mir. Komm mal her. Nee, du nicht. Komm, Abschiedsfoto, Serana. Alright. Das war's mit Skype. Sie will nicht. Das war's mit... Alter. Serana, entscheide ich. Das war's mit Skyrim. Eventuell träumen wir ein bisschen noch im Stream rum, aber das war's mit dem Let's Play von Skyrim. Es ist auch nicht jetzt unterbrochen und wird später fortgesetzt, sondern das war's. Viel Spaß mit Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Hedi.